Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Payday 3. Heute mal in laut. Denn es musste leider etwas gedreht werden und ein bisschen hin und her geschoben werden mit den Missionen. Das erkläre ich euch eben ganz kurz. Aber lass uns ganz kurz die Chat reden. More guards than usual patrolling the building. Stay sharp. King of Threats, geil. Cool. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt das Ganze mal auf laut spielen. Indem wir gleich einfach reingehen, die Bank richtig schön übernehmen und richtig schön auf die Phrase geben. Ist ja klar. Denn... Könnt ihr euch mal aufhören zu streiten? Oh, die kann die Fresse nicht halten. Gut, okay. Also, auf jeden Fall habe ich jetzt die Missionen ja alle auf normal und schwer gespielt. Hat auch bei beiden eigentlich ganz gut funktioniert. Finde ich, die schwere Missionen fand ich alle eigentlich echt super. Und dann habe ich das Ganze auch sehr schwer angefangen. Ich meine, die erste Folge von hier, dem habt ihr ja gut gesehen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hat zwar hier und da echt Schwierigkeiten gehabt, aber bis auf diese paar Umwege, die man hatte, ging es eigentlich. Also ich habe es ja auch hinbekommen, ne? Alles gut. Aber auf der zweiten Mission, in der zweiten Mission und in der dritten Mission, also schmutziger Schmuck und in hier diese Brücke, da ging das Ganze nicht ganz so einfach. Denn da gibt es unfaire Elemente und ohne Skills werden wir dann niemals vorankommen. Zumindest, um das ganz kurz in zwei Sätzen zusammenzufassen. Es ist durch unfaire Elemente leider so extrem unfair schwer geworden, dass man keine Chance hat, das zu schaffen, wenn man Solo spielt. Und nur mit den ganzen Skills und eventuell verbesserten Sachen, ist meine Hoffnung, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, könnten wir es eventuell schaffen, zumindest durchzukommen. Nicht mit bestem Loot, aber zumindest durchzukommen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir es in der Reihenfolge anders. Wir spielen nicht erstmal alle auf schwer, sehr schwer und dann Overkill durch, sondern wir gehen jetzt hin. Kannst du bitte auf mal zu zocken hier? Such den anderen Platz aus. Sondern wir gehen jetzt hin und spielen das Ganze einmal auf normal und auf schwer im lauten Modus. Und danach gehen wir nochmal zurück und gehen wieder in den sehr schweren mit Stealth. Und wenn wir das haben, dann gehen wir alle auf sehr schwer laut spielen. Und wenn wir das haben, gehen wir alles auf Overkill spielen. Sowohl in Stealth als auch in laut. So, das ist unser Plan und wir gehen jetzt rein in die Bank. Also, 2 Minuten, war doch okay. Guten Tag, die Herrschaften. Ich habe gehört, heute wird die Bank ausgeraubt. Dazu machen wir erstmal hier die ganzen Jalousien runter. Weil wir wollen ja hier nicht gestört werden, ne? The security gate's door is magnetically sealed. You need to take out the power before you can disable the lock. Find the circuit breaker connected to it. So, ist doch total unauffällig, wenn so ein Typ hier random reinläuft und erstmal die ganzen Dinger da aufknallt. What policy? There's a guard. So, mein Freund. Für dich ist jetzt gleich Ende. Time to get rich. Alle Mann auf dem Boden, aber ganz sofort. Ganz schnell hier. So, erstmal ganz kurz alle Fesseln hier. Könnt ihr bitte mal runter? This is not a drill. This is not a drill. And there isn't a goddamn thing you can do about. Runter. Ach, die wollen nicht hören. Okay. Dann machen wir gleich die Tür offen, dann sagen wir denen, dass sie auf den Boden gehen sollen. Ist ja wohl frech. Oh Leute, hat sich ergeben. Eine gute Entscheidung, mein Freund. Eine gute Entscheidung. Oh, wie viele Guards hier sind. Nice. Ich meine, wie viele Leute wir auch haben. Ja, komm, du kannst doch mal gehen. Alter, wie viele wir haben. Wir tauschen die mal alle aus hier. Bisschen Zeit rauskaufen. So. Ach, weißt du was? Wir können die einfach auch noch austauschen. Einfach alle Geiseln weggeben. Was sollen wir schon damit machen, ne? Wir müssen sie halt eh da liegen lassen. Wahrscheinlich müssen wir das eigentlich auch erst auf knapp 15 Sekunden runterlaufen lassen, um dann zu verhandeln oder so. Keine Ahnung. Aber... scheißegal. So, die Herrschaften, bitte mal runter. So, hier waren wir übrigens noch nie drin. Na komm, ihr könnt auch noch alle gehen.
Dein Phone ist mir scheißegal, Madame. Oh, ich wollte gerade die Leiche weggeben. Nee. So, guck mal, gibt keine volle Minute, gibt nur ein paar Sekunden. Aber ist ja fein. 9 Geiseln. Hit the deck. Oh, guck mal, was wir hier haben. Hallo Leute. Den könnt ihr gerne haben, der liegt eben im Eingang. So, wir tauschen die mal einfach alle aus, weil ich brauche die halt nicht. Was will ich mit denen? Ach, ist egal. Ach, da hinten ist das, okay. Gehen wir mal ganz kurz hin. Okay, das sind 30 Sekunden. Ha, das Auto. Lul. Above the vault. Ah, okay, also von oben gehen wir rein. Ist der dumm? Warum bleibt der hier drin? Wieso ist denn der nicht rausgegangen? Na, selbst schuld, ne? Dann können wir ihm auch nicht helfen. Oh. Das sah ja geil aus, der Effekt. Okay. Entzünden. Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Mal kein Kackbohrer, der hier steht. Hui. Hostage Rescue Team? Wofür? Okay, aber die Hitboxen sind gut, wa? Wir konnten diesen ganz kleinen Mini-Bisschen da über seinem Schädel treffen. Hier sind ja noch Geiseln. Wieso sind hier noch Geiseln? Nett. Habe die Mumm-Abhärtung und Tempo wohl zur selben Zeit. Hatten wir gerade. Krass. Wobei ich mich immer noch frage, wofür ist das als eigentlich? Heieiei. Ach, warte mal. Ach so, Leute. Ja, weißt du, das Problem ist, bei Payday ist man so gewohnt, einfach die Mission auszuführen, aber nicht zu lesen. Hätten wir mal machen sollen. Wir können hier oben Zeug holen. Das machen wir natürlich. Wer zielt auf mich? Was fällt dir ein? Ich dachte, ich kann das ein bisschen weiterwerfen. Ey. Oh ne, warte mal, andere Richtung. Fast. So, mal kurz das Meat mitnehmen. Danke, Jungs. Okay. Plötzlich können wir so Spezialeinheiten reingelaufen, lol. Wir tauschen mal ganz kurz diese eine Geisel hier unten aus, weil... unnötig. Und die anderen hier im Hinterraum auch ganz kurz. Oh, was ist denn hier los? Ja, geil, lol. Hier ist einfach übelst die Sprenganlage jetzt unterwegs. Krass. Schade, dass sie nur Leben fallen lassen, die Geiseln. Okay, mehr kann ich aber nicht reingeben gerade. Achso, einfach reinwerfen, ne? Ja, macht Sinn. Ja, smart. So, gehen wir ganz kurz runter. Holen kurz die Tasche rein. Aber das finde ich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ein ziemlich cooles Ding gerade. Das war was anderes als, mach einen Bohrer an, warte 3 Minuten. Okay. Oder meistens sogar 5, 6 Minuten. Einfach weiter durchbrennen. It's a fucking zapper. Gott, das sind gerade zu viele Sniper. Hui. Oh Gott! So,
Der kriegt die Sprinkler. Bin dabei. Das war ein geiles Ding hier mit den Sprinklern. Gefällt mir. Kill the shield! Hallo? Hallo? Oh, wie viele Headshots sieht's denn aus? Einen Helm hast du. Und schon ist die Bank leer. Naja. Schade, wenn die Automaten sowas nicht mehr aufkriegen können. Wobei es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt bräuchte ich mal wieder eine Säge oder so ein Scheiß. Hä, die Mission laut ist ja bis jetzt schon viel geiler als die Brücke. Okay. Wie lange brennt das hier? Hallo, kannst du mal sterben? Boah, Junge. Inkompetenz. Ach, dafür sind die Fahrstühle. Das macht echt sogar voll Sinn. Kill the shield! Einfach für die Cops, Mann. Frech. Warte, rennt da gerade ein Zivilist? Ah, ne. Kannst du die Finger davon weglassen? Lol. Ach komm, jetzt haben wir alle drei Boni auf einmal. Nice. Oh, lol, hier sind Toilette. Nett. Oh, da fliegt das Schild. Wer stellt denn ein frisch gewischtes Schild in die Toilette rein? Smart. Oh. Nehmen wir mal ganz die ganze Munition raus hier, wa? Vielen Dank. Ja, und jetzt kommt die Dozer. Ich finde das übrigens echt geil, wie das gemacht ist, von den Polizeiwellen her. Dass du halt erst so ganz leichte Polizisten hast, die zum Ort kommen. Dann kommen die ersten, ich denke mal SWAT-Typen sind das wahrscheinlich. Und dann kommen die halt mit etwas dickeren Gepanzerten bei der zweiten Welle. Ab und zu irgendwie anscheinend zu Spezialeinheiten, so wie hier, keine Ahnung. Und dann in der dritten Welle kommen dann halt die ganz dicken, wobei die halt auch echt krass sind. I'm tracking another assault team. They'll be there in about 30 seconds. The money is rigged with die packs. Once the door opens, you only have a short time before they go off. Ja, das kann ich halt nicht verhindern, dass das aufgeht. Disarm the die packs and bag the money. Quickly! Look at all this! The cops have arrived and they don't look happy. Ja, schade. Ich hab mein Bestes gegeben. Machst du nichts. Ist ein bisschen schade, dass wir das dann irgendwann einmal öffentlich spielen müssen. Da ist er. So. Na, vorbei. Nimm du die mal was. Ein Kloker. Was heißt, die sind nicht so tough? Frecher Hund. So. Ja, ich hätte eigentlich normalerweise das letzte Mal 6 Stückchen bekommen. Ich glaube, ich war jetzt ein bisschen zu langsam wahrscheinlich. Aber ist ja kein Problem. Warum haben wir eigentlich den Tresor aufgemacht, bevor wir hier draußen sind, Leute? Das war jetzt nicht so smart. Okay. Ich hätte schnell Knacken mitnehmen sollen, wa? Ah, ist auch nicht so schlimm. Zack. Zack. Ich meine, sind ja nur zweimal. Oh, er spielt erstmal durch die Gegend. Nice. Cloakers dead.
Danke übrigens fürs Nichts verteidigen, Jungs. Weißt du, ich höre einen Cloaker, muss ihn selber abschießen, statt die mir helfen? Nö, nö. Wäre ja zu einfach, ne? Oh, Geld. Er ist ja so viel angenehmer hier jetzt. Im Vergleich zu dieser komischen Kackbrücke da. Ach, da hat sie ihn zerlegt. Oh, Alter, der Schrei. Ja, klang schon ein bisschen brutal. Kannst du doch den Finger da weglassen? Ist das meine Tasche? Ihr passt auf, dass ihr keine Tasche klaut, ne? Danke. Du Assi. Kann er gerade durch die Decke gesprungen, oder was? Ist ja unfassbar. Gott, okay, ich mache mal für euch ein bisschen schneller, glaube ich. So, das wär's es gewesen. Machen wir mal ganz kurz die ganzen Schließfächer aus hier. Wir leer machen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Willst du das Geld mitnehmen? Die sind übrigens nicht mal geklebt, die Dinger hier. Die sind nur optisch da. Interessant. Ihr habt alle eine Tasche auf dem Rücken, ne? It's a dozer. Leute, ihr steht alle im Weg. Ich krieg den Dozer hin. Ach, den Cloaker hin. Frech. Nehmen wir alle Taschen natürlich erstmal ganz kurz mit in den nächsten Raum, damit uns keine geklaut wird. Wäre natürlich jetzt scheiße, wenn der Treffpunkt gar nicht der Fluchtweg wäre, sondern einfach nur ein Treffpunkt für irgendeinen Scheiß. Dann tragen wir sie nämlich doppelt. Nicely done, people. But keep your masks on. This isn't over yet. Das dachte ich mir. Kurz mit den Zollern sammeln. Danke. Und die letzte. Sehr schön. Oh, das ist ein Wagen. Hallo? Ey. Okay. Profi Emma für mich mal wieder hier. Nice. Da ist meine Overkill-Waffe. So, Treffpunkt heißt... Wobei, warte. Wir packen die Tasche erstmal ganz hier hin. Wollen ja keine Tasche zurückliegen lassen hier, weißt du? Nice. Shit! It's a goddamn nader! It's a goddamn nader! Mein Gott, der Mist. Ja, okay, war ein guter Spruch. Das ist das letzte Mal, dass ich jetzt erstmal den Wolf spiele. Danach wird er erstmal auf jeden Fall ausgetauscht. Der ist zwar ganz nice, aber ich will erstmal so ein bisschen die ganzen Charaktere durchprobieren. Surrender! So, kurz die Taschen da rausholen hier. Aber wir können einfach da hinwerfen, ne? Ey! Meine Taschen werden vergast, was soll das denn?
Hingefallen ist er. Naja. So. Sehr schön. Tasche nehmen, wegbringen. Zack. Zack. Und zack. Du bist so ein Assi. Hast dich leider nichts gehört. Ja, Leute, könnt ihr mich mal ganz kurz? Danke. So. Und den zweiten. Zack. Die Sounds der Autos und LKWs hier. Abladen. Perfekt. Bonk. Wie viel Leben da drin rumliegen. Warum kommt er eigentlich nicht einfach hier lang gefahren, sondern muss jetzt unbedingt da hinten lang fahren? Ah, muss er wissen. Geil, weil hier waren wir noch nie irgendwie, ne? Hat was. Ja, der wird ja wohl kaum da reinfahren hier, ne? Denke ich mal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz die ganzen Taschen hier hin. Ich sehe natürlich, müssen wir den LKW auf Seite fahren und die ganzen Taschen wieder zurücktragen. Glaube ich aber eher weniger. Aber krass, ich dachte, wir bleiben länger in der Bar drin. Du hättest ja ruhig noch kurz ein bisschen zurücksetzen können, ja? So, kurz das ganze dreckige Geld zuerst reinpacken. Mir wurde zwar geschrieben, dass das jetzt hier auch hilfreich ist, weil bei Payday 2 musstest du natürlich immer dann halt, du hast halt jeden überschüssigen Loot quasi einzeln berechnet bekommen, deswegen hast du halt, ich meine, ich kann mich gerade eh nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal einen Fall gab. Aber zusätzlicher Loot kriegst du halt vollständig ausgezahlt, während halt der... Ah, jetzt. Während halt der Missionsloot quasi gar nichts bringt, weil der halt nur für dieses Missionsding da ist. Deswegen gehen die zuerst rein. Aber weißt du was, wir können eigentlich nochmal ganz kurz nehmen. Oh, wo will er denn hin? Der klettert oben erstmal rum. Er ist klar. Nur um dann so zu sterben. Wie ärgerlich. Da ist ein Cloak, habe ich genau gesehen. Wie er noch sprinten wollte. Mm. Hat schon fast ein bisschen COD-Feeling gerade gehabt. Oh. Der hat auf jeden Fall drei neue Arschlöcher bekommen. Mindestens. So, nehmen wir mit und haben jetzt die Overkill-Waffe. Sehr schön. Oh, das ist schlecht. Oh, das gibt mir selbst auch Schaden. Die Reichweite ist aber auch ganz schön groß dann. Okay, krass, die ist echt riesig. Damn. Na, guck mal, jetzt sind die ganzen Straßensperren wieder da. Die ganz schön große, möchte ich mal anmerken. Holy shit. Da kam mir diesmal gar kein, Bulldozer. Nett. Oh, lol, ja. Wenn man davon redet, ne? Okay. Noch einen neuen rufen. Gott. Okay, das ist egal, wir machen das mit denen hier.
Ah, da ist er. Lol. Entschuldigung. Boah, Junge, wie es ihn auseinanderlegt da hinten. Aber gefühlt ist das Ding halt... Also ich mag es nicht unbedingt, weil die Reichweite davon so groß ist, ich mache nur Selbstschaden damit. Ich mein, ist auch irgendwie logisch. Aber ist halt in vielen Situationen dann halt eher ungünstig. Oh, wo gehen die denn hin? Und gegen Bulldozer hilft das Ding auf jeden Fall gar nicht. Was ein bisschen Sinn macht, weil es ist ja eigentlich auch extra dafür gedacht, dass er halt Explosionen aushält. Aber... Was ist denn für die Panzerung. Mellut gibt's nicht, ne? Nee. Dann rein. Trotzdem noch fast eine halbe Stunde. Ja, okay. 45 Minuten minus das Gerät am Anfang. Ist interessant. 565 gibt's nur. Jetzt achte ich mich auch mal ein bisschen drauf. Aber es gibt eine Menge XP. Ja, da sehen wir es nämlich. Wir müssen jetzt nämlich auch ganz, ganz viele Dinger da abschließen bei den ganzen Herausforderungen, weil sonst kriegen wir kein Level. Was echt ein bisschen scheiße ist, das System. Aber da müssen wir uns halt ein bisschen drauf konzentrieren, das zu tun. Und nebenbei müssen wir halt auch noch versuchen, hier die ganzen Sachen zu leveln. Deswegen habe ich jetzt einfach mal überall einen Skill genommen. Auch wenn die gefühlt alle unnötig sind dann. Aber einfach, damit wir die halt alle gleichzeitig leveln. Weil es gibt halt nur, egal wie viel du hast, beispielsweise beim Tank, ich weiß gerade nicht, wo der hier genau war, weil es sind jetzt hier andere Dinger irgendwie, die halt man dann danach freischaltet. Aber beim Tank habe ich zum Beispiel, was wahrscheinlich dann diese Reihe hier ist, zwei Skills, mit den anderen nur jeweils ein. Und trotzdem gibt es gleich viel Erfahrung. Deswegen habe ich jetzt überall einfach einen genommen, damit das halt schnellstmöglich levelt, dass wir die einfach freigeschaltet haben. Und die Waffen habe ich einfach zwei genommen, die ich jetzt, also ich meine, die AK will ich sowieso nutzen dann. Und die Strick, die habe ich einfach so dabei, weil warum nicht? So, und das ist halt im Prinzip das, was wir jetzt die ganze Zeit nächstes Mal machen werden. Erstmal alle Missionen auf normal und dann schwer auf laut durchspielen. Und wir wechseln ganz kurz den Charakter, weil ich bin ehrlich, ist zwar ganz nett der Wolf, muss aber nicht sein. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal, wir hatten jetzt Hoxton gehabt, wir hatten Wolf gehabt, Joy und Pearl. Ich nehme jetzt mal Chains, den kleinen schönen Waffenenforcer hier. Die Maske finde ich übrigens auch totlangweilig, ehrlich gesagt. Aber die anderen sehen halt scheiße aus. Die Standardmaske ist halt bei ihm okay. Und Masken kaufen ist halt alles schwierig, weil entweder färben wir die selber oder wir kriegen halt nur einen totalen Schwachsinn. Aber... Wir nehmen einfach mal die, die das Level darstellt, oder? Was haltet ihr davon? Finde ich eine gute Sache. Also Maiko. Auch wenn ich die Masken nicht toll finde, nehmen wir sie einfach so mit. Weil warum nicht? Sieht schon scheiße aus, aber naja. Handschuhe, haben wir jetzt zwar Goldhandschuhe, können wir da auch welche nehmen? Sind da irgendwelche besseren bei? Die kosten so viele Kackmünzen. Das ist ja übelst unnötig. Die kosten ja genauso viel wie ein Aufsatz. Die sogar doppelt so viel. Natürlich. Und die kosten ja, Handschuhe sind ja komplett weg. Okay, ja, dann lassen wir die goldenen Handschuhe einfach drin. Aber den Anzug finde ich übelst langweilig. Ja, gib mir noch einen Platz, bitte. Lässiger Schick 3. Ich bin überlegen, welchen Jogginganzug mitzunehmen, ehrlich gesagt. Aber wenn nehmen wir den hier. So. Ach, weißt du was? Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt habe ich ihn bezahlt, aber nicht bekommen, oder was? Frechheit. Na, müssen die wissen. Jetzt ziehen wir den hier an mit Chains und gehen das nächste Mal rein in die nächste Runde. Dann bis zur ungeplanten... Ah, nee, die machen wir gar nicht. Die haben wir ja schon. Ha, wir gehen direkt zu Schmutzigen Schmuck. Dann ciao.